einen wunderschönen guten Tag an alle Webinarteilnehmer. Für die, die ich noch nicht gesprochen habe, erstmal alles Gute für das Jahr 2024. Viel Gesundheit und natürlich Menge sehr viele erfolgreiche Trades. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich begrüße Sie im Namen natürlich auch von FX Flat zum heutigen Webinar mit dem Marc Pötter. In dem Webinar geht es darum, Setups zu finden mit dem Smart Trend Indikator und das hauptsächlich im Daytrading. Ja? Und bevor wir jedoch starten, auch Hinweise in eigener Sache natürlich, das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Ne? Auch wenn live gehandelt wird, sind das keine Handelsempfehlungen und die Meinung des Referenten muss nicht immer der von FX Flat entsprechen. Der Marc ist schon am Start und ich denke, vielleicht nochmal ich denke, es kann losgehen, vielleicht nur eine kurze Frage. Ist Ton und Bild alles in Ordnung? Könnte mir jemand mal ein Feedback geben dazu? Ja, super. Dankeschön, Klaus. Hervorragend. Marc, dann. Ja, Wolfgang, danke dir. Dann würde ich an dich übergeben. Ja, ich gucke mal, dass ich meinen Bildschirm übertragen kann. Ja, so. Du hast die Macht. Das ist gut. Ja. Das ist immer gut. Dann allen viel Spaß. Ja, danke dir. So, auch von meiner Seite herzlich willkommen zum ersten Webinar im neuen Jahr. Auch für euch alles Gute für 2024. Genau, vom Wolfgang sehr schön gesagt, gute Trades, viele, viele gute Trades. Und da will ich probieren, meinen Beitrag dazu zu leisten. Vielleicht für diejenigen von euch, die mich noch nicht kennen, Marc Pötter mein Name, seit mittlerweile 13 Jahren professionell Trader und Investor. Auf der einen Seite habe ich eine eigene Firma, wo wir sowas machen wie Indikatoren entwickeln, Handelssystem entwickeln, also vorwiegend Daytrading. Auf der anderen Seite liegt über 90% meiner Altersvorsorge in Aktien drin langfristig. Also das sind die beiden Bereiche, die mich persönlich sehr stark interessieren. Bin studierter Diplomkaufmann, zertifizierter Analyst sowohl in Europa als auch weltweit und man könnte mich von der einen oder anderen Veranstaltung erkennen. Also ich mache das Ganze schon etwas länger. Ich möchte nur ganz kurz sagen, dass der Smart Trend Indikator, der hier vorgestellt wird, ist ein Projekt von uns, von Smart Markets. Ist also kein, also ist nicht FX Flat, der Anbieter oder Hersteller. Ja, könnt ihr aber kostenfrei einsetzen und da quasi wird jetzt wieder sozusagen die Zusammenarbeit mit FX Flat sponsert diesen Indikator euch. Der ist sonst kostenpflichtig, ja, aber ihr könnt ihn halt dann exklusiv bei FX Flat kostenfrei einsetzen über die Webseite hier. Ich zeige mal ganz kurz, wie das aussieht, bevor wir dann direkt in die Handelsplattform gehen. Also so ganz simpel, dass man halt entweder eine E-Mail schreibt oder ein neues Konto aufmacht und dann kann man ein Formular ausfüllen. Und dann habt ihr hier drunter ein Video direkt mit dem Indikator, dass ihr den einfliegen könnt. Also das ist ganz simpel und ich trage das einmal ein, wer das später dann gerne machen möchte. So, ist drin. Dann wollen wir mal direkt in die Handelsplattform wechseln, weil das ist ja das, was uns interessiert. Ja, und hier seht ihr schon, es ist ein Trendindikator, was ich ja sagte, ja, der färbt euch also entsprechend die Kerzen rot und grün bzw. grau. Dabei ist es eigentlich relativ simpel, dass grün heißt steigender Kurs, rot fallender Kurs und grau im Prinzip Seitwärtskurs. Ja, der ganz große Vorteil, den wir halt hier haben, ist, dass wir mit dem grauen Bereich mit einem Stop-Loss arbeiten können. Ja, ich zeige das nochmal zum Beispiel am Beispiel heute. Wenn wir jetzt mal hier ein bisschen reinzoomen, ja, dass wir dann heute Morgen, ja, beispielsweise hier, wenn es dann grün wird, dass wir dann den Stop-Loss unter die einen, oder das Beispiel ist nicht so gut, nehmen wir jetzt mal hier. Ne? Also wir kommen von rot, gehen hier auf grün über, dann wäre also quasi ein Setup, ja, eins von vielen Setups ist ein ganz normaler Indikator, also den könnt ihr euch auch so basteln, wie ihr das haben wollt. Dann wäre quasi hier der Einstieg, Stop-Loss hier drunter, ja, in Long-Richtung. Und dann sieht man natürlich, dass das natürlich ganz interessant ist, weil man dann längere Trends immer mit einem Vielfachen entsprechend nach oben handeln kann. Ja, das ist also so, wie ich ihn anwende. Das finde ich, das ist eine Stärke. Aber ich bin sowieso ein Trader. Ich handle immer gern ein höheres CAV, heißt also ein hohes Chance-Risiko-Verhältnis. Meine Trefferquote ist eher schlechter, das heißt also, ich habe keine Trefferquote von 60-70%, sondern eher von 30-40%, dafür aber ein Durchschnitts-CRV von 2.
Das heißt, wenn ich ein Risiko von 100 Euro habe, möchte ich mindestens 200 Euro verdienen. Und dementsprechend ist natürlich auch meine Trefferquote nicht so hoch, wenn ich quasi sage, ich steige hier ein und habe mein SL hier und habe aber mein Take-Profit hier oben. Dann ist logisch, dass natürlich nicht jeder zweite Trade hier oben reinläuft. Das wäre schön. Aber unterm Strich ist man mit der Systematik, fahre ich da bisher sehr, sehr gut und bin auch damit profitabel. Und das ist ja genau das, worauf es ankommt, was wir machen wollen. Ja, dazu will ich jetzt noch ein paar Sachen sagen, weil wir da auch immer wieder Nachfragen bekommen. Ne, muss ich den Indikator stur handeln? Also jedes Mal, wenn zum Beispiel rot kommt, short gehen, wenn grün kommt, long gehen und dergleichen. Das wollen wir natürlich nicht. Also Frage kommt noch, der Einstieg ist nicht möglich, weil nicht im Force weiß, wann grau auf grün wechselt. Doch, du wirst gleich sehen, wenn die nächste Kerze hier öffnet, dass die Kerze sofort eine Farbe hat. Und das ist nämlich wichtig, exakt, weil sonst wäre das gar nicht möglich. Absolut richtig. Es wäre nicht möglich, dass wenn ich quasi die grüne Kerze hier, wenn ich die abwarten müsste, dass sie grün wird, dann kann ich natürlich nicht hier unten eingestiegen sein. Ja, ich kann ja nicht quasi sagen, ich wäre gerne dort eingestiegen. Also von daher guter Einwand, ist aber nicht so, sondern du wirst also gleich sehen hier oben, wenn die nächste Kerze kommt, die ist sofort, also mit der Kerzenöffnung ist die entweder grün, grau oder rot. Das heißt, da ich weiß direkt mit dem ersten Tick, ob ich einsteigen möchte oder nicht. Ja, aber sehr gute Frage. Immer wenn irgendwas unklar ist, gerne fragen. Und im Regelfall ist es so, dass nicht nur du dann die Frage hast, sondern halt andere auch. Ja, aber was ich halt gerade mal weiterführen wollte, ist, es ist natürlich wichtig, dass wir quasi, also nicht stur sozusagen jetzt hier long einsteigen, hier short, ja, hier long, da short und so weiter. Einfach deswegen, wenn das, also Frage kommt, ist es kein Repaint-Indikator? Genau. Also Repaint heißt, wie zum Beispiel beim MACD ist, dass das Signal hinterher anders aussehen kann als im Live-Betrieb, dass er sich nachzeichnet sozusagen. Nein, ist er nicht. Genau, und das war auch für uns wichtig. Ich möchte im Nachhinein überprüfen können, also du kannst das Chart durchgehen und kannst exakt sehen, aha, hier ist ein Long-Signal, hier ist ein Short-Signal, hier ist ein Long-Signal und so weiter. Ne, das heißt also, das, was du im Nachhinein siehst, ist exakt das, was wir auch live sehen und das ist halt super wichtig. So, und jetzt nochmal ganz kurz darauf zurück. Ja, also das heißt, wir wollen natürlich nicht stur einsteigen. Wenn das möglich wäre, das sage ich ganz offen, dann würde ich euch den gar nicht als Indikator geben. Dann würden wir einen Roboter drauf bauen und würden den komplett automatisiert laufen lassen. Ja, also dementsprechend, also für meinen Hintergrund ist so, ich möchte ja nur etwas nutzen, wenn es auch Sinn macht. Das heißt also, einen Indikator nutze ich deswegen, weil ich den kombinieren muss mit gewissen anderen Dingen. Wie gesagt, wenn ich halt einen Indikator habe, der tatsächlich, wo ich im Prinzip mechanisch eins zu eins handeln kann, in dem Moment würden wir daraus immer einen Roboter bauen. Ja, weil dann macht es gar keinen Sinn, dass ich meine Zeit opfere, um mit diesem Indikator zu handeln, wenn ich den automatisiert handeln kann. Dementsprechend, wie der Name halt schon sagt, Trendindikator. Ich zeige es auch mal hier. Also es funktioniert auch. Das ist zwar jetzt als Daytrading-Webinar angekündigt. Ich will es einfach nur mal zeigen, auch im längerfristigen Bereich. Das wäre zum Beispiel jetzt hier ein Wochenchart sogar im Euro-Dollar. Auch hier seht ihr, ja, dass so ein Trend sehr, sehr schön quasi damit mitgenommen werden kann. Also das heißt, auch wenn ich mal nach einem übergeordneten Trend schauen möchte oder dergleichen, dann kann ich das mit dem Indikator machen. Ja, das heißt, ich kann also zum Beispiel auch, wenn ich jetzt ein Kerzentrader bin, dann kann ich halt auch sagen, ich möchte den Indikator nutzen, um zu sehen halt, was ist ich in der Stunde, ja, bin ich hier im Aufwärtstrend oder bin ich in einem Abwärtstrend? Ja, ich muss den Indikator nicht nutzen, dass ich damit direkt einsteige oder aussteige. Ich kann ihn auch als übergeordneten Indikator nutzen. Ja, das ist also auch so ein Beispiel, interessant, ne? Und auch hier seht ihr, dass halt gerade wenn wir im Stundenchart einen gewissen Trend haben, dass wir auch dann hier haben wir dann im Prinzip hier den Einstieg, ne, hier den Stop-Loss und würden halt dann quasi entsprechend runterhandeln können. Ne, also das sind alles Möglichkeiten, die ich halt machen kann. Es ist wie gesagt ein Indikator, den ich natürlich mit anderen Indikatoren kombinieren darf und auch im Prinzip sollte. Ne? Oder auch hier zum Beispiel, wenn wir in einer Seitwärtsphase sind, dann ist das natürlich nicht ratsam, dass wir den Indikator nutzen. Also wir nehmen es jetzt mal hier zum Beispiel. Es macht keinen Sinn, dass ich hier Long einsteige, hier Short einsteige, da Long, da Short, Long und so weiter. So, wie kann ich zum Beispiel sowas verhindern mit einer ganz simplen Methode, dass ich zum Beispiel sage,
Ich möchte einfach ein paar gleitende Durchschnitte reinnehmen. Da ziehen wir den mal rein und sagen wir mal hier, ich möchte den 21er drin haben. Ich möchte den 55er zum Beispiel drin haben. So, nehmen wir da mal eine andere Farbe. Manchmal golden. So, und jetzt sehe ich im Prinzip ja schon, und das ist immer eine Indikation von einem Seitwärtsmarkt, dass auf der einen Seite, wenn wir hier diese Schnittpunkte haben, ja, dass die sich hier häufiger kreuzen, das ist die Seitwärtsphase. Und auch in dem Moment, wenn der Indikator relativ seitwärts geht, ja, wenn die so relativ seitwärts laufen und nicht einen Anstieg oder einen stärkeren Abfall haben, ja, dann haben wir einen Seitwärtsmarkt. Das heißt, in dieser Phase möchte ich ja, es sei denn, ich habe irgendeine andere Indikation, die ich dafür nutzen kann, aber in so einer Seitwärtsphase möchte ich natürlich einen Trendindikator gar nicht nutzen, weil ein Trendindikator heißt ja vom Namen allein schon, dass wir einen Trend haben. Ja, dafür ist ein Trendindikator. Für einen Seitwärtsmarkt, da können wir wunderbar einen Oszillator nehmen. Ja, wie zum Beispiel ein RSI oder Stochastik oder ähnliches, die zeigen mir wunderbar an, wann es überkauft, wann es überverkauft. Ja, der wird mir wunderbar anzeigen, dann in so einem Seitwärtsmarkt hier, bitte hier Short reingehen, hier circa Long reingehen, hier Short reingehen. Ja, das funktioniert im Seitwärtsmarkt ziemlich gut mit Oszillatoren. Dementsprechend wollen wir natürlich einen Trendindikator nicht da einsetzen, wo wir wissen, dass es in einer Seitwärtsphase gibt. Ne, klar kann das sein, dass man auch sonst im Prinzip mal Fehlsignale bekommt, aber wenn wir zum Beispiel hier schon mal sagen, okay, im Prinzip bis hierhin, ja, hier will ich gar nicht handeln, weil da auch die gleichen Durchschnitte, also unsere Seitwärtsmarktindikation da ist, oder aber auch, was du natürlich auch machen kannst, ganz klassisch, na, was wir ja haben, dass wenn wir sagen, ne, wir zeichnen uns hier unsere Unterstützungs- und Widerstandslinien drauf, auch dann sehen wir ja, dass wir hier in einer Seitwärtszone sind. Ne, also das ist ja, ein Trendmarkt heißt ja immer, dass wir, so, wenn ich das mal einzeichne, dass wir hier die höheren Hochs haben und die höheren Tiefs haben zum Beispiel. Ne, in einem steigenden Markt, ja, oder aber in einem fallenden Markt, dass wir da entsprechend die fallenden Hochs und fallenden Tiefs haben. Ja, wenn ich mir das hier anschaue, hier haben wir keine, na, wenn ich hier einen hohen Tief habe, hier haben wir keine steigenden Hochs. Ne, die Hochs sind ziemlich gleichmäßig. Und auch hier, ja, die Tiefs sind leicht ansteigend, aber hier sind sie ein bisschen absteigend. Also wir sehen einfach hier, dass von der Indikation her, dass wir in einem Seitwärtsmarkt sind. Ja, und das ist halt dann im Prinzip nicht das, was wir halt handeln wollen. So, hier zum Beispiel, auch vielleicht nochmal nur dazu, weil da auch mal wieder Nachfragen kommen. Ja, entweder komme ich halt hier, beziehungsweise hier, wie gesagt, haben wir gesagt, wollen wir noch nichts machen. Wir müssen also irgendwie erstmal abwarten, dass uns der Markt die Indikation gibt, es kann überhaupt Long ausbrechen oder Short ausbrechen. Ja, das heißt also, für uns ist ja dann wichtig, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt hier auch ein entsprechendes Hoch. Wir haben jetzt hier zum ersten Mal, dass der Markt ausbricht. Und im Zuge, dass der Markt ausbricht, haben wir jetzt auch dann, dass der gleitende Durchschnitt entsprechend ansteigt. Das heißt also, hier sehen wir ja schon, dass wir von dieser niedrigen Volatilität, ne, quasi was wir jetzt hier haben, nachzeichnen, dass wir hier größer werden. Ne? Wir kommen in eine größere Volatilität rein, was schon mal gut ist. Und dann können wir halt gucken, dass wir dann halt Einstiege nutzen. Ja, und in dem Moment natürlich, wenn wir hier haben, dass wir den Ausbruch nach oben haben, wir haben einen Rücksetzer, ist natürlich tendenziell für uns erstmal interessant, dass wir Long rein wollen in den Markt. Also so gehe ich jetzt vor. Ja? Also das heißt aber für mich ist jetzt in dem Moment, wenn ich sehe, wir kommen aus der Seitwärtsphase und es schießt nach oben, es kommen Rücksetzer, dann möchte ich tendenziell hier nicht Short einsteigen. Ne? Weil ja für mich die Indikation ist, ganz normal Trendtheorie, wenn es nach oben geht, es gibt ein höheres Hoch, dann ne, mit dem Trend rein. Das heißt also, für mich, ich weiß, ich möchte jetzt hier in dem Bereich nach einem Long-Einstieg suchen, nach einem neuen Handelssignal. So, jetzt ist gerade Markteröffnung.
Ja, so, und wenn ich im Prinzip das halt weiß, dann möchte ich halt gucken, dass ich halt dann über, ne, dann über die Handelssignale irgendwie reinkomme. So, ne, machen wir im Prinzip erstmal weg. Das heißt also, ich will halt erst im Prinzip ab dem Moment, wo wir hier auch einen Ausbruch haben, da im Prinzip probieren, dass ich halt irgendwo long reinkomme. Ja, und dann wird es halt zum Beispiel interessant, wo wir das nächste höhere Hoch haben, ja, dass wir dann sagen können, okay, ja, jetzt soll es anscheinend ansteigen. Ja, wenn der Markt dreht, das neue Handelssignal kommt, dann kann ich zum Beispiel hier mit einsteigen, könnte den Stop-Loss hier drunter setzen. Das wäre zum Beispiel ein Setup, was ich halt machen kann. Ein kleiner Hinweis noch, wer für die Scalper unter euch, ja, ich bin jetzt hier in 5 Minuten unterwegs, probiert auch mal aus M3 und auch M1. Ja, hier habt ihr deutlich, deutlich mehr Handelssignale und dadurch auch, dass wir bei FX hier einen relativ niedrigen Spread haben, kann man also hier wunderbar mit scalpen. Wie gesagt, wichtig auch hier ist, gerne halt mal, ne, weil da haben viele jetzt auch übers Jahr nachgefragt, wie das ist, ne, gerne auch die kleinen Durchschnitte, dass wir überhaupt sehen, sind wir in einem Seitwärtsmarkt oder sind wir in einem Trendmarkt. Natürlich jetzt hier, gehen wir mal auf den US 30 jetzt, also auf den Dow Jones, dass wir uns das anschauen können. Ja, auch hier, ne, hier sehen wir Seitwärtsmarkt, hier will ich erstmal gar nichts machen. Und auch hier können wir uns die gleitenden Durchschnitte einmal eben reinziehen. So, 55 und 21. Machen wir den mal hier in einer anderen Farbe. Bleiben ruhig in 5 Minuten. So, jetzt zum Beispiel wäre jetzt hier für mich erstmal interessant, dass ich halt sagen kann, okay, wir sind von der Seitwärtsphase raus, weil wir sind ja jetzt, macht ein deutlich tieferes Tief. Das heißt, jetzt wäre zum Beispiel interessant zu gucken, kriege ich jetzt hier ein Short-Signal? Ne? Das zum Beispiel wäre jetzt ein Setup, was ich dann überhaupt erstmal probieren würde. Ne? Und wir sehen ja auch, wir sind hier vom übergeordneten Trend. Die letzten Tage sind wir short. Also von daher haben wir ja mehrere Indikationen, dass wir jetzt überlegen können, ja, kann ich halt Short reingehen. Ne? Wie gesagt, so ein Short muss nicht funktionieren, aber ist ja jetzt im Prinzip von der Wahrscheinlichkeit her gar nicht schlecht, dass ich halt jetzt probiere, hier mal Short reinzukommen. Jetzt haben wir noch 2 Minuten, bis die nächste Kerze aufmacht. Das ist natürlich bei Markteröffnung geht es immer erstmal hin und her. Immer wenn Märkte aufmachen, also 9 Uhr morgens DAX oder auch 15:30 Uhr jetzt in Dow Jones, dann gibt es halt so eine Anfangsauktion und deswegen schwanken da die Kurse. Dann werden die ganzen Kurse über Nacht, die angesammelt worden sind, einmal abgearbeitet. Und das führt dann dazu, dass die Volatilität entsprechend auseinandergeht und auch, dass es typischerweise auch erstmal so ein bisschen hin und her geht oder nicht direkt stark in eine Richtung geht. So, warten wir jetzt hier noch mal ab. Ja, aber zum Beispiel auch, wenn du jetzt ein Bollinger Band mit drin hättest oder diverse andere Indikatoren, ja, kombiniere das gerne, also nutzt den Indikator, ne? Du sollst nicht deine Strategie was komplett über den Haufen werfen, sondern das ist immer ganz gut, dass man quasi noch mehr Informationen hinzufügen kann, ne? Und dass du den dann auch so mal sinnvoll einsetzt, wenn du sagst, okay, ne, aus deiner Indikation her gibt's jetzt oder soll es jetzt zu einem Trend kommen oder so, dann hast du halt hiermit einen Indikator, wo man dann nicht per Bauchgefühl halt reingeht in den Trend, sondern wo man halt dann im Prinzip direkt sagen kann, da habe ich das nutzen. Also Frage kommt noch, weil ein Teil mal erst spät reinkommen ist, sind das Heiken-Aschen-Kerzen? Nein, das ist ein von uns programmierter Indikator, der hat mit Heiken-Aschi nichts zu tun. Heiken-Aschi hat für mich den Nachteil, dass ich nicht den echten Kurs sehe. Also die Kerzen, die haben andere Hochs und andere Tiefs, als jetzt die echten Kerzen sind. Das sind quasi die echten Kerzen. Allerdings im Prinzip anders halt gefärbt. Also in Rot gefärbt, wenn wir einen Short-Trend haben, in Grün gefärbt, wenn es zu einem Long-Trend kommen kann und Grau bei einem Seitwärtsmarkt.
Ja, vielleicht noch ganz kurz für dich. Gerade noch gesagt, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir natürlich bei einem Trendindikator auch einen Trend haben. Das heißt, jetzt zum Beispiel hätten wir erstmal den Trend, den Short-Trend, weil wir auch sehen, dass die gleitenden Durchschnitte nochmal stark auseinandergehen, schön nach unten zeigen. Hier in dem Bereich, wo die so schön seitwärts geht, da ist ein absoluter Seitwärtsmarkt. Da will ich mit dem Trendindikator überhaupt nichts machen. Weil ein Trendindikator funktioniert nicht gut in einem Seitwärtsmarkt. So, das ist jetzt hier im 5-Minuten-Bereich. Wie gesagt, wir gucken jetzt nochmal, wenn jetzt eine rote Kerze kommt, dann können wir da probieren, Short einzusteigen. Und zwar deswegen, weil wir auf der anderen Seite auch im übergeordneten Trend seit mehreren Tagen Short unterwegs sind. Wir haben immer diese tieferen Tiefs, ja, die tieferen Hochs. Also auch hier, ne, das wäre für uns sonst gewesen, wenn er hier schon mal ein höheres Hoch gemacht hätte, dann wäre es nicht mehr so eindeutig, dass wir heute direkt Short rein wollen. So haben wir erstmal die Indikation weiter in Shortmarkt. Ja, und dementsprechend will ich auch das gleich probieren, ob ich hier Short reinkomme. Ja, aber lässt sich natürlich also auch mit anderen Indikatoren kombinieren. Ich zum Beispiel nutze mal ganz gerne ein ADX oder auch ein MACD. Das sind auch alles Sachen, die man damit kombinieren kann. Aber wie gesagt, ist wie jeder andere Indikator auch. Ja, also wenn es für dich irgendwo passt, dass du sagst, den kann ich kombinieren. Na, also dann ist das halt gut. Ja, ich persönlich finde das halt sehr schön, deswegen nutze ich ihn häufig, ja, dass ich halt weiß, okay, wenn ich Short rein möchte, dass ich dann halt auf eine rote Kerze warten kann und dass das ein Vorgang ist, den ich halt duplizieren kann. Dass ich ja halt nicht selber überlegen muss, wann im Prinzip möchte ich jetzt Short rein, mal da, mal da, mal da, sondern es ist halt immer ganz gut, wenn wir da eine Indikation haben, die wir halt wiederholen können und halt wiederholen können. Na, einfach, dass wir duplizierbare Setups haben, die wir uns dann, natürlich ist im Prinzip nicht alles zu 100% regelbasiert, das sagte ich eben bereits. Wenn wir das hätten, würden wir halt einen Roboter rausbauen. Na, dann müssten wir uns nicht selber die Zeit opfern und vom Rechner sitzen, auch wenn halt Traden Spaß macht, also mir zumindest. Aber, ja, aber dann ist es natürlich effektiver, wenn wir halt sowas programmieren. Na, und so machen wir das halt dann, dass wir, weil wir natürlich schon noch eine gewisse Subjektivität drin haben, das wir nutzen können, aber natürlich umso mehr wir irgendwo festzurren können mit einem Regelwerk, umso besser ist es. Ja, es ist natürlich schon deutlich interessanter, dass wir zu unserem, sagen wir mal, 80% Regelwerk haben und 20% Subjektivität, als wenn es halt andersrum wäre. Was im Prinzip sehr, sehr viele private Trader haben. Und das im Prinzip führt halt dann dazu, dass man dann, gerade wenn es dann mal Phasen kommen, die nicht so gut laufen, dass man dann ganz anders handelt und dass man dann in Drawdowns reinkommt, wo man dann relativ schlecht wieder rauskommt. Also Frage ist, ob der ADX jetzt für den Einstieg relevant ist. Also grundsätzlich ist der ADX auch eine Trendindikation. Das heißt, wir sehen hier, die rote Linie oben ist. Dementsprechend ist der auf Short eingestellt. Ja, für mich in dem Fall wichtiger ist, dass wir hier ja, seit mehreren Tagen in diesem schönen Abwärtstrend drin sind. Ja, das ist für mich interessant, dass wir dann Short einsteigen wollen. Ja, auch wenn wir natürlich jetzt hier noch kein Tief haben. Aber in dem Moment, wenn gleich die rote Kerze kommt, ist für mich erstmal das Signal auch hier kurzfristig Short, ne, und deswegen möchte ich dann entsprechend Short einsteigen. So, jetzt haben wir noch 40 Sekunden. Und dann schauen wir mal, ob es eine farbige Kerze wird. So, wird rot. Ich steige Short ein. Das meine ich eben, also man sieht sofort, ob die Kerze rot oder grün ist.
Und dann kann ich das entsprechend managen. Jetzt will ich möchte auch ein bisschen Luft geben. Ja, ich werde den Stop-Loss nachziehen, wenn wir hier unter dem Tief sind. Ja, ich möchte nicht zu früh nachziehen, weil es halt leider häufig so ist, dass der Kurs halt ein bisschen seitwärts geht. Ja, ich meine, Einstieg war erstmal ganz gut, dass man schon ein bisschen was vorne war. Aber wie ich gerade eben sagte, ich bin jemand, ich handle eher auf ein doppelte CRV. Deswegen werde ich es auch nochmal rauszoomen und mal gucken, wo der Kurs Short hinlaufen kann. Ja, er sollte schon jetzt hier ein tiefes Tief machen. Nochmal eben im übergeordneten Chart da gewisse Marken haben. Na gut, hier ist immer noch entsprechend drüber. Das passt soweit. So, lassen wir da erstmal laufen jetzt. Ja, jetzt kann ich eigentlich relativ wenig machen. Also ich bin keiner, der jetzt auf irgendeine Kerzenformation schaut oder so, sondern ich sage immer, den Einstieg oder für mich ist es immer ratsam, dass ich mir den Einstieg im Vorfeld in Ruhe überlege, wo ich noch nicht im Markt bin. Einfach, dass halt auch so ein Bauchgefühl dergleichen einen da nicht in irgendeine Richtung treiben kann. Ja, und wenn ich dann in Ruhe überlegt habe, was wir ja auch eben durchgegangen sind, aus welchem Grund bin ich halt hier Short eingestiegen, ja, haben den Indikator genutzt. Übrigens, wer noch aggressiver einsteigen will, ne, kann also auch den Stop-Loss über die grauen Kerzen setzen. Ne, wichtig ist halt, wenn man sowas macht, dann sollte man das immer machen und halt nicht mal so oder mal so machen. Dann ist natürlich das CRV nochmal besser. Ja, aber ich denke, genau das ist ein Setup, was man halt hiermit perfekt handeln kann. Jetzt hoffe ich mal, dass er hier das tiefe Tief macht. Wenn er das macht, werde ich den Stop-Loss nachziehen. Ne, das hat er noch nicht gemacht. So, und hoffen, dass er das dann gleich tut. Ja, so jetzt haben wir das tiefe Tief. Jetzt kann ich den Stop-Loss auf Entry nachziehen. Und jetzt ein bisschen höher. Und jetzt hoffe ich mal, dass er da tatsächlich auch durchgeht. Ich weiß nicht, was macht der DAX? Also auch zum Minutenchart schon mal Short. Aber um die Uhrzeit hat der Dow Jones meistens mehr Volatilität. Dann hoffe ich jetzt mal, dass er gleich noch ein bisschen mehr Momentum aufnimmt und entsprechend dann auch hier nochmal deutlich dann hier den Ausbruch schafft und das Tief. Das ist natürlich jetzt immer so die Sache, dass man das halt nicht genau weiß. Grundsätzlich halt hier natürlich starke Unterstützung. Ja, das ist ja immer der Klassiker, was man sozusagen in der ersten Stunde lernt bei technischer Analyse. Zeichne mal eine waagerechte Linie auf die Hochs, auf die Tiefs. Das sind dann so die Abprallpunkte, die halt kommen können. Ja, auf der anderen Seite, in so einem Abwärtstrend können natürlich sowas auch einfach gut durchbrochen werden. Und wie gesagt, meine Strategie ist, dass ich grundsätzlich mit einem höheren CRV handle, also Minimum 2. Also ich möchte halt quasi gerade nicht sozusagen so viel treffen müssen, sondern ich möchte halt, wenn ich richtig liege, dann halt die Gewinne weiterlaufen lassen. Na, und dementsprechend ist meine Trefferquote kleiner als 50%. Das heißt also, das ist, wenn ich also 10 Trades mache, dann treffe ich halt eher 3 bis 4 und mache tatsächlich 6 bis 7 Trades, Fehltrades. Und auch das ist immer wichtig, dass man sich das halt überlegt, was für eine Strategie habe ich. Also umso höher mein CRV ist, umso niedriger ist meine Trefferquote zwangsweise. Und halt umgedreht, wenn ich halt ein sehr niedriges CRV habe, dann schaffe ich natürlich auch grundsätzlich eine höhere Trefferquote dabei. Und das ist auch immer so ein bisschen, womit fühle ich mich halt wohl. Und wie gesagt, ich mag das halt lieber, dass ich halt 1, 2, 3 Verluste mit einem Trade wieder reinkriege. Als halt, dass ich sozusagen 3, 4 gute Trades mache und die mit einem Trade dann halt wieder verliere. Ja, aber da kann man nicht so sagen, das eine ist halt besser als das andere. Das ist tatsächlich sehr, sehr subjektiv. Ja, die Turtle Trader, wer von euch die kennt, die haben mit einem CRV gehandelt, teilweise von 50 bis 100. Ja, die haben aber auch dann
20, 30 Fehltrades in Folge gemacht oder teilweise noch mehr und mussten dann Wochen darauf warten, bis der eine gute Trade kam. Ja, also das muss man halt mental auch erstmal aushalten. Ja, und auf der anderen Seite, das andere Extrem sind dann vielleicht so die Martingale-Roboter, die dann ganz, ganz viele Trades positiv abschließen, teilweise 100 Stück, 200 Stück im Gewinn, im kleinen Gewinn. Und wenn dann einmal die schlechte Marktphase kommt, dass halt dann das Konto leer ist. Und das ist dann vielleicht so das andere Extrem, was dann auch für einen Trader schwierig ist. Ja, und da bin ich immer der Meinung, da müssen wir uns halt irgendwo gucken, dass wir da einen Mittelweg finden. Ja, also von daher, deswegen, ich ziele so auf dem CRV so von 2 etwas mehr ab. Also oder im Prinzip kommt das darauf an, wenn ich in einen starken Trend reinkomme, dann natürlich mehr. Dann will ich nochmal eben hier einzeichnen. Ja, wenn wir hier einen starken Trend haben, der so rauf geht und ich schaffe es dann, dass, was haben wir denn dann? Sagen wir das dann hier, oder machen wir denn grau einmal, oder sagen wir, dann kommen hier so graue Kerzen, so, dann geht es so rauf, so, ne, und dann kommt vom Indikator so grüne Kerzen, ne, dass ich also dann entsprechend hier einsteige, den Stop-Loss hier drunter habe. Und wenn es dann natürlich rauf geht, da möchte ich ja dann quasi auch hier probieren, dass es halt weiter rauf geht. Also dass umso stärker der Trend ist, umso mutiger will ich sein, dass der Kurs weiterlaufen kann. In dem Moment, wenn wir einen sehr, sehr schwachen Trend haben, wenn der nur langsam hochgeht, da bin ich restriktiver, da ist halt mein Take-Profit eher am unteren Bereich und halt nicht am hohen Bereich vom CRV her. Ja, also auch damit kann man sehr viel einstellen, ob ich halt etwas mehr Geld verdiene oder nicht. Das kommt ja erstmal wieder hoch. Das ist auch nicht untypisch, dass man, das ist gerade im Abwärtstrend, ne? Das tiefere Tief kommt wieder rauf, tieferes Tief kommt wieder rauf. Ja, und das ist halt immer etwas, was man nur sehr schwer einschätzen kann, ob er jetzt tatsächlich dann jetzt so raufkommt und halt weiter nach oben geht, ja, was jetzt auch sein kann, oder ja, ob er jetzt quasi so ein bisschen korrigiert und dann hoffentlich jetzt für meinen Trade dann wieder die Richtung aufnimmt nach unten und dass wir dann den Trade länger ziehen können. Interessant, denke ich, bei dieser Systematik ist auch, dass ich meinen Stop-Loss tatsächlich nur einmal nachziehe und das ist quasi Break-Even, also auf plus minus null hier. Und dann möchte ich eigentlich dem Trade relativ viel Freiraum lassen. Ja, weil das ist halt etwas, was so typisch ist, dass der richtig gut anläuft. Man denkt, boah, jetzt fällt der durch, auf einmal dreht der, korrigiert wieder deutlich und fällt dann erst durch. Also von daher ist so meine Erfahrung, aber schon seit 13 Jahren, seitdem ich das mache. Also wir haben es immer mal wieder ausprobiert, auch gerade mit so Trailing Stops und dergleichen. Aber für die Handelsweise, wie ich sie mache, ist es halt einfach kontraproduktiv, weil man mit einem nachgezogenen Stopp dann ausgestoppt wird, dann dreht der Kurs um und läuft perfekt in die richtige Richtung. Na, und halt gerade, wenn du mit einem höheren CRV handelst, ist das natürlich sehr schlecht, wenn man dann, also wenn man den Gewinn ein kleines bisschen mitnimmt, aber dann ein Zweier oder halt Dreier CRV verpasst. Ne, dementsprechend, also auch da, das kann man eher machen, wenn man halt niedriges CRV hat, dann kann man schneller nachziehen oder auch, wenn man dann ein bisschen positiv nachziehen, aber in dem Moment, wenn ich natürlich einen hohen Profit verpasse, in dem Moment ist das natürlich sehr kostspielig, wenn ich dafür halt den sage, ich möchte das zu früh absichern. So, stehen wir hier bei 108 Euro. So, jetzt gucken wir mal.
Wir hoffen, dass entsprechend weiter fällt der Kurs. Ja, frag um nochmal, wie man den einsetzen kann. Der Link ist drin. Ich zeige es nochmal ganz kurz. Ja, so sieht die Webseite aus. Also ganz einfach drei Schritte. Und hier unten ist auch direkt der Indikator drin mit dem Installationsvideo. Also es ist ganz einfach. Und wenn was sein sollte, bei uns immer gerne melden. Also auch wenn ihr den schon im Einsatz habt. Ja, dafür sind wir da. Wir helfen da gerne. Ja, also trotz Indikator, also traden ist ja keine Gelddruckmaschine leider. Ja, wir müssen etwas dafür tun, wenn wir Geld verdienen wollen. Ne, und dementsprechend, wenn irgendwo etwas nicht klappen sollte oder so, oder ihr Hilfe braucht, dann immer gerne. Also Frage kommt, ob ich in einem langen Trend pyramidisiere, das heißt also die Position aufstocke. Ja, das kann man, selbst kann man hiermit auch richtig gut machen. Ich zeige das mal eben vielleicht in einem anderen Chart. Ich glaube, hier kann man so ein bisschen einfacher sehen. Das wäre also, nehmen wir mal hier ein bisschen länger raus, so, machen wir da mal einen Trend, jetzt ein bisschen länger ist. Nehmen wir ruhig mal hier dieses Beispiel. Wie gesagt, ich würde hier oben niemals halt Short einsteigen, auch wenn es toll aussieht. Also ich persönlich nicht. Na, einfach, weil wir hier die Indikation haben, Long. Aber ich will es einfach nur mal von der Logik her einmal zeigen. Na, aber es ist natürlich schon gerade dann interessant, wenn wir sagen, okay, wir haben aus irgendeinem Grund, sagen wir möchten hier im Prinzip Short rein, über den Indikator, dann kommt hier das Short-Signal, Stop-Loss zum Beispiel drüber, dann entsprechend läuft, da macht ja auch dann hier unten das tiefere Tief, dann ist das halt interessant, wenn ich sage, okay, ich gehe davon aus, dass der Kurs weiter nach unten zieht, dass wir halt dann mit dem nächsten Short-Signal, das heißt also, er wechselt jetzt hier auf grün, und dann kommt ja hier wieder der Wechsel auf rot, dann kann ich hier quasi eine Menge nachlegen. Das, was ich nicht mache, ich würde nicht, wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, zum Beispiel 10 Mengen drin hätte, dann würde ich nicht hier 10 Mengen nachlegen, weil man sich damit einfach zu stark unter Druck setzt, weil dann käme ja auch der Durchschnittskurs hier hin, also ist schon sehr weit runter, ne? Aber hier kann man wunderbar dann, das mache ich meistens so, dass ich so ein Viertel nachlege, also dann im Prinzip mal zwei oder wenn ich halt handeln kann, 2,5 Mengen halt entsprechend nachlegen kann. Und dann kommt der Durchschnittskurs nur ungefähr hier runter. Ich habe immer noch ausreichend Puffer und dann kann der Trend entsprechend weiter nach unten gehen. Also das kann man gerade mit so einem Indikator, ist das richtig gut, wenn es dann mal wieder einen Trendwechsel gibt, dass der Markt eine Pause einlegt, dann das Signal wieder kommt, dass man dann entsprechend nachlegen kann. Wie gesagt, ich mache es jetzt nicht so aggressiv. Und es gibt andere, die da deutlich aggressiver nachlegen. Kann man alles machen. Man muss es halt, sagen wir mal, für sich durchdenken. Na, was im Prinzip möchte ich halt damit entsprechend erreichen? Ja, aber eine sehr gute Frage, weil das ist natürlich mit so einem Indikator gerade dann natürlich interessant, wenn man so einen sehr starken Trend hat. Ja, oder auch zum Beispiel, ne, wenn ich irgendwie längerfristig sehe, dass es hier zu einem gewissen Trend kommt, ne, und ich komme rein und ich komme erstmal mit einer kleinen Menge rein, dass man halt dann bei den nächsten Ausbrüchen oder wenn es dann wieder rot wird, dann entsprechend nachlegen kann. Das sind so die Möglichkeiten, die ich also auch damit langfristig habe. Wie gesagt, ich nutze ihn typischerweise im Moment hier, 5 Minuten wollten wir, sorry, das war nur das Beispiel. Ich nutze ihn im Regelfall im kurzfristigen Bereich. Ja, aber kombiniere den Indikator also auch mit anderen Indikationen. Ja, die Volatilität ist so in den letzten Tagen nicht ganz so hoch. Ne? Wir sehen es hier. Also das war gestern zur besten Handelszeit. Ja, das sind 200 Punkte. Das ist für den Dow Jones nicht viel. Ja, in keinster Weise. Ja, das könnt ihr euch zum Beispiel auch immer sehr schön anzeigen lassen, indem ihr da den ATR nimmt. Mal gucken. Irgendwo müsste hier sein. Da ist er, Average True Range. Ja, den können wir uns entsprechend reinziehen. Die 40 können wir drin lassen. Ne, und dann könnt ihr mal auf den Tageschart gehen.
dann ganz, ganz interessant. Ja, und dann sieht man nämlich jetzt hier, also hier unten seht ihr jetzt die durchschnittliche Schwankung. Na, also hier zum Beispiel, da war die durchschnittliche Schwankung, das seht ihr hier auf der rechten Seite dann 400 Punkte. Na, hier sogar im Oktober deutlich mehr. Also wenn ich quasi hier so eine Durchschnittsziehung durchziehen würde, 600 Punkte, durchschnittliche Schwankung. Ja, und jetzt sind wir halt aktuell sehr wenig, sind wir so bei 300 durchschnittlich. Also ihr seht, wir sind hier am unteren Ende. Ja, also auch sowas kann man mit einfließen lassen, dass ich natürlich weiß, in dem Moment, wenn ich eine sehr hohe durchschnittliche Schwankung habe, dann ist natürlich auch natürlich so ein Trendeinstieg im kurzfristigen Bereich natürlich deutlich wahrscheinlicher, dass er ausbricht, dass er in Trendrichtung geht, als wenn ich halt jetzt hier nur so eine sehr, sehr niedrige Quote halt habe. Ja, also hier zum Beispiel haben wir es gesehen. Das war im Dezember, ja, genau, und da haben wir auch kaum einen Trendmarkt gehabt hier. Jetzt ist langsam wieder etwas besser. Ja, also das ist immer wichtig, dass ich halt weiß, dass sich die Märkte immer wieder ändern und dass ich halt nicht jeden Tag immer das Gleiche mache, sondern ich muss immer erstmal wieder schauen, bin ich in einem Trendmarkt, was sind die Indikationen, die für mein Handelssystem sprechen. Oder auch zum Beispiel gestern. Ja, nehmen wir jetzt mal hier 5 Minuten so ein DAX auch zum Beispiel. Ne, wenn ich halt hier gestern sehe, Markteröffnung, die war hier irgendwo, und ich sehe, dass der so langsam so schleppend vor sich halt hingeht, weil die gleich im Durchschnitt auch dann hier seitwärts gehen, dann ist das in dem Moment kein Markt, den ich halt handeln will. Ne, es wird dann interessant, wenn die gleich im Durchschnitt wieder, ne, jetzt wie hier wieder schön nach unten gehen, und dann sehen wir auch, zack, Einstieg, und dann funktioniert auch der Trendeinstieg. Ja, aber vorher nicht. Also die Frage kommt, ob das Webinar aufgezeichnet wird. Ja, das wird aufgezeichnet. Also da gerne eine E-Mail an FZ schreiben nach dem Webinar. Die können euch dann den Aufzeichnungslink zuschicken. Ja, auch hier, also es ist relativ ruhig heute, was natürlich fürs Traden nie ganz so angenehm ist. Es wäre natürlich schöner, wenn wir halt stärker mit dem runtergehen oder halt stärker schwanken würden. Aber das ist halt so, und das ist halt auch das, was es, oder wo man halt dranbleiben muss, dass man halt weiß mit einer Handelsstrategie, ich bin nicht jeden Tag profitabel, ich bin nicht jede Woche profitabel, ich bin auch tatsächlich nicht jeden Monat profitabel. Aber woher kommt das? Einfach halt, wenn sich die Märkte so ändern, man muss ja erstmal im Prinzip drauf halt reagieren. Dann gibt's einfach Marktphasen, wo man im Prinzip nicht so viel verdient, einfach weil die Ausschläge halt nicht so hoch sind. Und natürlich die Kosten bleiben ja gleich. Das heißt, ich habe ja hier die Spreadkosten, die ich tragen muss. Und die sind ja gleich, ob ich eine hohe Wohle habe oder eine niedrige Wohle habe. In dem Moment, wenn ich eine hohe Schwankung habe, setzen wir wahrscheinlich gleich raus. In dem Moment, wenn ich eine hohe Schwankung habe, dann ist natürlich in Relation gesehen, sind die Kosten viel niedriger, als wenn ich eine sehr niedrige Schwankung habe. Na, und dementsprechend ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei einer sehr niedrigen Schwankung, dass ich da Geld verdiene, die ist extrem gegen mich dann. Ja, und das sind halt Sachen, die ich halt wissen muss. Und dann weiß ich halt auch, ne, mit der Brechstange reinzugehen, das bringt typischerweise nichts. Das heißt, es gibt einfach Zeiten, wo man halt gucken muss, dass man möglichst wenig verliert. Und wenn dann die Zeiten kommen, wo es wieder richtig gut läuft, da muss man halt gucken, dass man entsprechend Geld verdient. So, jetzt sind wir raus, schade. Ja, aber wie gesagt, ich meine, das Prinzip wollte ich mal, also zumindest mal schön, dass wir einfach auch ein Trade, ein Signal hinbekommen haben, wie gesagt, bei der Vola. Ja, aber das ist dann halt, wie man entsprechend einsteigen kann. Ja, und es geht ja immer darum, dass wir uns halt Chancen ausarbeiten. Wenn du zum Beispiel ein 1:1 Händler bist, das heißt ein CRV von 1:1 hast, ne, dann haben wir hier auch schon, das waren 60 Punkte jetzt in dem Beispiel. Ja, der war jetzt hier auch knapp schon 60, doch, der war 60 Punkte vorne. Ja, aber wie gesagt, ich handle mit einem höheren CRV. Und das mache ich grundsätzlich so. Und das heißt, also ich nehme das absichtlich in Kauf,
dass ein Trade, das ist ein Trade, der schon gut für mich gelaufen ist, dass der wieder gegen mich laufen kann und dass ich dann nur mit plus minus null rausgehe. Ja, das ist meine Strategie und das handle ich immer, aber schon seit etlichen Jahren. Ja, und wie gesagt, das ist natürlich in so einem Fall, denkt man sich, hättest du vielleicht besser mal hier unten rausgenommen. Aber das kann ich euch halt auch sagen. Wenn ich das hier unten subjektiv entscheide, da ist meine Trefferquote nicht gut. Ja, das weiß ich, dass halt mein Bauchgefühl in dem Moment, ob der weitergeht oder nicht, das ist nicht gut. Und ne, dementsprechend, wenn ich dann rausnehme und dann fällt er halt richtig durch und kriegt vielleicht dann so noch richtig Fahrt auf, dass man den Take Profit dann noch weiter wegziehen kann. Ne? Das ist schon etwas, was ich mache, wenn ich sehe, dass halt, dass quasi das Momentum, dass das stärker wird, also dass der schneller fällt und fällt. In dem Moment bin ich natürlich vom Rechner und gucke, ob ich den nicht weiterziehen kann. Ja, und das heißt, dann kann sich so ein Trade entsprechend mehr Geld bringen und die Chance, die möchte ich mir halt da nicht nehmen lassen. Ja, aber das heißt nicht, dass du das auch so machen musst, sondern wie gesagt, es muss so solche Sachen, die müssen zu einem selber passen. Frage kommt noch, was riecht mit den glatten Durchschnitten 21 und 55er. Ja, das ist richtig, genau. Das ist hier ist der 21 und das ist der 55er, ja. Ja, aber ich hoffe, dass das schon mal gut klar geworden ist, ne, wie ich überhaupt vorgehe, dass wir also das kombinieren wollen, dass wir quasi filtern wollen. Haben wir eine Seitwärtsphase, haben wir keine Seitwärtsphase, ne, dass wir halt vor allem, dass die kleinen Durchschnitte sich hier da auseinandergehen, ne, dass wir so eine Indikation haben oder wie hier, dass der halt schön entsprechend runtergeht zum gleitenden Durchschnitt, dass wir dann so ein Handelssignal deutlich besser nutzen können. Ne, und halt auch, wie gesagt, wichtig, ne, wenn ihr sowas ausprobiert, immer längerfristig ausprobieren, dranbleiben, ne, und immer dran denken, ne, wenn ich so einen Indikator ausprobiere und der funktioniert 2 Tage nicht, ja, das kann halt immer sein. Einfach halt, weil die Leute, die hier gerade den im Kurs machen, das heißt, also die sich hier einigen, das können ganz, ganz neue sein, die mit dem Kursverlauf hier gar nichts zu tun haben. Ja, also das ist von daher der aktuelle Kurs ist immer das Geschäft, was jetzt gerade abgeschlossen wird. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier draufklicke und sage kaufen, in dem Moment gibt es sozusagen einen Punkt im Chart, wo ich mich geeinigt habe mit einem anderen. Ja, und das ist der aktuelle Kurs. Und da können wir nicht davon ausgehen, dass das unbedingt Leute sind, die jetzt, ich sag mal, wie es für uns sein sollte, die auf die technische Analyse schauen und sagen, aha, wir haben hier einen Abwärtstrend, also geh short rein. Ja, wenn wir Pech halt haben und wir haben irgendeinen Großanleger, der gerade Geld bekommt und der muss kaufen jetzt und der drückt auf kaufen, dann geht der Kurs einfach hoch. Egal, was wir für einen tollen Indikator drin haben. Ja, und das ist einfach wichtig, dass man das weiß, dass der aktuelle Kurs, ne, den kann ich nicht beeinflussen und aus welchem Grund die Leute gerade kaufen oder nicht, auch das wissen wir nicht. Deswegen ist halt immer, dass wir eine Strategie brauchen, dass wir über einen längeren Zeitraum profitabel sind und halt nicht jeden Tag profitabel sind. Ja, das kommt halt alles daher, weil wir den aktuellen Tag, wie der sein wird, halt einfach nicht einschätzen können. Okay, von meiner Seite war es das soweit. Ja, wir haben Einstieg gehabt, wir haben viele Sachen durchgenommen, gerne auch die Aufzeichnung schauen. Wenn ihr sonst noch Fragen habt im Nachhinein, gerne einfach an FXFlat schreiben, das wird mir weitergeleitet. Ja, und wer auf den Indikator Lust hat, kann sich den hier über den Link hier oben entsprechend besorgen. Ist wieder von FXFlat für euch kostenfrei, die sponsern euch den Indikator. Und dann danke ich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch gute Trades, eine schöne Woche und in 2 Wochen geht es am gleichen Ort, gleiche Uhrzeit hier weiter. Da gerne Fragen mitbringen, ja, und gerne wieder mit dabei sein. 1.2. ist das so, ne? Wenn ich jetzt. Am 1.2. geht's weiter, ne? Ich spucke gerade, ich meine auch. Gleiche Uhrzeit, 15:15 Uhr. Ja, genau. Ja, doch, Ja, genau. sehr schön. Steht drin. Erster, zweiter, genau. Habe ich doch richtig gesehen. Okay. Ja, Marc, vielen Dank. Gerne. Ja, ich hoffe, die Teilnehmer konnten viel mitnehmen. Und wie gesagt, für Fragen zur Kontoöffnung etc. sind wir natürlich gerne bereit zu unterstützen. Ansonsten kann ich mich nur anschließen. Ich wünsche allen vielen erfolgreiche Trades und bis zum nächsten Mal alles Gute. Ciao. Jo. Tschüss.